Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Habe ich schön gemacht, oder? Ich habe mich extra bemüht, mal irgendwie eine andere Tonlage zu bringen, weil sonst hört sich das irgendwie immer gleich an, nur mit einem anderen Hintergrund. Wir haben schon Nachmittag, wir haben schon 3:30 Uhr, also 15:30 Uhr so um den Dreh, aber ich habe es noch nicht geschafft, mich heute zu melden. Heute ging es hier wieder drunter und drüber. Heute Morgen mussten wir erstmal klar Schiff machen. Ich war mit Mirko schon beim Kinderarzt gewesen, weil der ja schon seit etlichen Wochen krank ist. Mittlerweile sind es, glaube ich, 8 an der Zahl. Und es wird gefühlt nicht besser. Ihm geht es gut, aber er ist eben einfach krank. Heißt im Umkehrschluss, die Lehrerin hat ihn schon mehrfach nach Hause geschickt, beziehungsweise sie hat ihn schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht. Sie hat es aber nicht mir gesagt, sondern immer ihm, dass er doch bitte wieder zu Hause bleiben sollte, wenn er dann noch nicht ganz gesund ist. Und ich frage mich langsam einfach, was soll ich tun? Die Kinderärztin ist fast im Dreieck getitscht. Die regt sich total darüber auf, dass alle Lehrer im Moment die Kinder immer nach Hause schicken und teilweise dann auch die Eltern anrufen oder eben sagen, solange du noch hustest, wie es jetzt auch bei Mirko der Fall, solange du noch hustest, darfst du nicht in die Schule kommen. Die Kinderärztin hat wirklich richtig Puls bekommen, als ich ihr das erzählt habe, weil sie das halt gerade den ganzen Tag miterlebt, von anderen Kindern auch. Also wir sind da scheinbar kein Einzelfall. Die Lehrer machen es sich im Moment sehr einfach im Zuge von, es war ja Corona und es ist jetzt natürlich auch immer noch Corona oder Corona ist wieder da oder wie auch immer man das nennen mag. Mirko hat kein Corona, wir haben mehrfach getestet. Er ist einfach nur erkältet und klar, jetzt ist es eine Erkältungswelle und natürlich sollst du ein krankes Kind nicht in die Schule geben, genauso wie du ein krankes Kind auch nicht in die Kita gibst. Aber ich finde, man kann das trotzdem ein bisschen differenzieren, ob mein Kind jetzt krank ist oder ob mein Kind krank ist, indem es einfach nur ein bisschen hustet und Schnupfen hat. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Müttern, die gerade aktuell ihr Kind um jeden Preis in die Schule drücken wollen, weil ich irgendwie arbeiten müsste oder so. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass er ja nicht nur, weil er ein bisschen hustet und einen Schnupfen hat, naja, er kann ja jetzt nicht 2 Monate zu Hause bleiben. Und er ist seit 2 Monaten krank und immer wieder hat die Lehrerin ihn, ja, nach Hause verbannt, sage ich mal, ja. Also sie hat mich zwar nicht angerufen, noch ein einziges Mal hat sie mich auch angerufen, weil er da wo sich so in seinen Husten reingesteigert hatte, dass er kurzzeitig dachte, er kriegt keine Luft. Da waren wir auch in der Notfallarztpraxis und so weiter. Aber ansonsten hat er halt nichts. Kein Fieber, keine Gliederschmerzen, kein, ich weiß nicht, Halsschmerzen oder so. Alles nicht vorhanden. Ihm geht's prächtig. Er langweilt sich hier sozusagen zu Hause und denkt, er hätte Ferien oder so, weil er halt einfach, ja, hier hängt, er darf keinen Sport machen, er darf nicht in die Schule. Ich habe das der Kinderärztin erzählt und die Kinderärztin hat mir jetzt was verschrieben, einen Hustenstiller, irgendwie, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, irgendwas mit Bronchien, vielleicht hat er auch, also irgendwas, ich bin ja keine Ärztin, das ist irgendwas auf jeden Fall gegen den Husten. Wir haben nochmal Nasentropfen bekommen und für alle Fälle auch Fiebersaft, wobei er eben nie Fieber hatte bisher. Und wir Erwachsenen, sind wir mal ehrlich, wir bleiben ja auch nicht bei jedem Schnupfen oder bei jedem Husten zu Hause. Natürlich, wenn es uns nicht gut geht, bleiben wir zu Hause, aber ansonsten gehen wir auch arbeiten. Und ich denke auch, dass Schüler das eher hinkriegen, sich an irgendwelche Hygienevorschriften zu halten, weil sie es halt auch einfach noch kennen von Corona, dass man eben nicht diesen macht und dann niemanden die Hand gibt und dass man sich eben auch öfter mal die Hände wäscht oder so. Ich denke, beim Kindergartenkind würde ich da jetzt auch etwas sensibler mit umgehen, weil Kindergartenkinder sabbern sich gegenseitig je nach Alter noch an oder lutschen am Spielzeug oder was weiß ich was. Da ist auch der Abstand viel, viel geringer als zwischen Schulkindern, die ja im Unterricht zwar nebeneinander sitzen, aber die ja auch schon wissen, dass man eben nicht einfach niest, sondern dass man eben in die Armbeuge niest oder dass man sich zwischendurch auch mal die Nase putzen muss und nicht einfach alles laufen lässt. Daher denke ich, dass es schon ein Unterschied ist und dass man das ein bisschen anders behandeln muss. Dennoch bin ich halt heute zum Arzt mit ihm gefahren, weil ich einfach gesagt habe, okay, wir lassen es jetzt einfach nochmal abklären. Nicht, dass doch noch irgendwie was ist. Keine Ahnung, ich wusste es selber nicht, weil es ihm eben gut geht, dachte ich mir, eigentlich kann nichts sein. War ja auch im Endeffekt nichts. Die Lunge ist frei, er hat nichts. Er ist einfach nur erkältet und die Ärztin hat jetzt nochmal dringlichst auf mich eingewirkt und sagte, lassen Sie ihn ruhig morgen noch zu Hause, aber am Donnerstag soll er gefälligst wieder in die Schule gehen. Ich habe jetzt der Lehrerin mal Bescheid gesagt, bin gespannt, was ich für eine Rückmeldung bekomme, was sie dazu sagt,
klar möchte sie keine kranken Kinder im Unterricht haben, aber Mirko verpasst halt auch unwahrscheinlich viel Stoff. Wir versuchen alles hier nachzuarbeiten. Ist aber nicht immer so einfach, weil die lernen natürlich auch neue Sachen und ich bin keine pädagogische Fachkraft, die da irgendwie weiß oder Lehrkraft, die da weiß, wie man den Kindern was beibringt. Je nachdem, was es ist, dadurch, dass er noch in der Grundschule ist, ist das ja noch irgendwie stemmbar für mich als Laie. Ja, also die Sachen, die kriege ich auch noch irgendwie auf die Kette. Da kann man sich im Zweifel ein YouTube-Video zu angucken, wie man das am besten erklärt. Aber alles in allem ist es halt ungünstig, weil hier zu Hause ist natürlich auch eine komplett andere Motivation, als wenn er mit den ganzen Schülern in der Klasse sitzt und die Lehrerin vorne steht, ja. Hier ist die Playstation daneben, hier liegt ein Handy rum, hier läuft Julian noch telefonierend durch die Gegend, hier schreien die Babys. Es ist halt nicht optimal von der Lernsituation her und ich kann ihn auch nicht in seinem Zimmer einschließen und sagen, so, du machst jetzt alles alleine, weil es eben auch Sachen gibt, die er noch nicht versteht. Oder wo er nochmal Hilfe benötigt, weil er vielleicht auch mal die Aufgabenstellung nicht versteht oder so. Und dann kann ich mich auch nicht immer mit einem schreienden Baby daneben stellen, weil wie soll er sich da konzentrieren? Also ich höre jetzt auf die Ärztin, gebe ihm jetzt diesen Hustensaft. Vielleicht ist es ja dann auch gut, wenn er den jetzt nochmal nimmt, dass er da einfach ja nicht mehr so oft husten muss. Dann müssen wir einfach schauen, dass er den auf jeden Fall noch ein paar Tage nimmt und dann auch in der Schule wieder voll durchstarten kann. Ich habe ihm jetzt natürlich auch noch Tee gemacht, den soll er fleißig trinken, das sagte auch die Ärztin. Luca ist da total am Labern. Nein, er weint nicht, sondern er ist wirklich gerade am Kreischen. Also der ist sich da irgendwie, der kreischt sich da immer so ein bisschen in Rage, aber es ist kein Wein, sondern es ist wirklich, das macht er im Zuge seines Spiels. Schaut euch diese schöne Fensterdeko an. Ich habe mir noch einen Leuchtstern bestellt. Ich hätte ihn gerne irgendwo im Laden gekauft. Ich wusste aber nicht, wo es die aktuell gibt. Und da ich ja nicht immer so viel unterwegs sein kann, weil Julia natürlich auch arbeitet, wenn er hier ist, habe ich den jetzt einfach im Internet bestellt, weil es total überteuert bei Amazon. Ich glaube, 13 Euro hat er gekostet, aber ich finde den halt von der Größe halt auch ganz gut. Und den habe ich hier einfach aufgehangen. Gut, das ist ein bisschen suboptimal, dass man hier dieses Batteriefach sieht. Aber ich denke, wenn es dunkel ist, dann wird man das von Weitem, wenn man jetzt zum Beispiel von draußen schaut, wird man das vielleicht auch nicht mehr so unbedingt wahrnehmen. Hauptsache, es leuchtet ein bisschen und es sieht ein bisschen weihnachtlich aus. Vor allem hat dieser Stern, der hat eine Timer-Funktion. Ich habe den jetzt angemacht, wir haben jetzt kurz vor 4. Der läuft jetzt 6 Stunden, ist das Licht jetzt an, also bis heute Abend um 10 und dann geht es aus. Und dann ist 18 Stunden lang aus und dann geht es wieder an. Das heißt, es ist wirklich, finde ich, ganz cool, dass es dann abends von alleine angeht. Ich nicht permanent dahin laufen muss und so. Haben aber mittlerweile, glaube ich, auch sehr viele Sachen, diese Timer-Funktion. Und ich brauche eben auch kein Stromkabel. Ich finde, das sieht dann halt auch immer doof aus. Oder man muss gucken, wie man das Stromkabel dann am Fenster langlegt oder so. Ich hätte auch gerne noch viel, viel mehr so solche Lichtdeko irgendwo angebracht. Aber wir müssen halt immer so ein bisschen schauen wegen den Katzen. Hier in der Küche ist das egal, weil hier dürfen die Katzen nicht rein. Wir haben hier zwar tagsüber auch die Tür offen, aber eben nachts nicht mehr. Oder wenn wir nicht da sind, wenn wir das Haus verlassen, machen wir auch die Küchentür zu. Weil die Katzen eben dazu neigen, hier auf die Arbeitsplätze zu springen. Und wir haben ja hier auch... Wir haben ja hier auch die Babysachen rumstehen und das muss halt einfach nicht sein, dass die sich dann davon irgendwas klauen, das auf dem Boden mitschleppen oder reinbeißen oder sowas. Nicht, dass ich nicht möchte, dass die irgendwie ihre Bakterien austauschen. Das wird früher oder später eh passieren. Ich finde es auch toll, dass die mit Tieren aufwachsen. Aber es muss ja nicht sein, dass ich die Flaschen extra irgendwie sauber halte oder noch sterilisiere oder so und dann die Katze daran leckt. Das ist ja dann irgendwie auch kontraproduktiv und verfehlt dann auch einfach seinen Zweck. Und wenn wir zum Beispiel im Wohnzimmer so Zeug aufhängen und wenn das jetzt eine Lichterkette oder irgendwas wäre, dann würden die Katzen vermutlich damit spielen nachts, wenn wir im Bett sind. Deswegen funktioniert es nicht. Ich hatte ja auch diese Fensteraufkleber, die ich auch hier am Fenster habe. Die hatte ich auch im Wohnzimmer und haben die Katzen schon einiges von abgerissen, weil die eben dann nachts einfach auf den Esstisch springen und dann das lustig finden, dass da am Fenster was klebt und das dann eben abpiddeln. Ist ungünstig, ist auch schade, weil ich liebe das eigentlich, die kompletten Fenster wirklich voller dieser Aufkleber zu haben. Aber alle Zimmer, die eben für die Katzen frei zugänglich sind, die können wir eben nicht bekleben, weil sonst bin ich nur damit beschäftigt, den ganzen Tag vom Boden diese Aufkleber abzusammeln. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil man weiß ja nicht, ob die Katzen dann vielleicht auch davon nachher noch auf die Idee kommen, eins zu essen. Und das, nee,
das möchte ich nicht riskieren, dann auch noch zum Notarzt zu fahren. Zum Katzennotarzt, wollte ich gerade sagen. Zum Tierarzt, der dann womöglich auch schon zu hat. Und dann muss ich irgendwie noch ewig viel Geld ausgeben. Jeder, der Tiere hat, weiß, dass diese Notfallpraxen oder wie man das nennt für Tierärzte, dass die sich das gut bezahlen lassen. Und wenn man es vermeiden kann, muss es ja auch einfach nicht sein. Wir kommen zu unserem nächsten Türchen unseres Zweisamkeitskalenders. Das war gestern, das muss ich noch wegpacken. War auch eine schöne Sache. Ich bin jetzt hier natürlich total unvorbereitet. Das letzte kommt nach unten. Und das ist jetzt das nächste. Es sieht so aus. Moment. So sieht das von vorne aus. Da geht es um irgendwelche Druckpunkte, die man in den Füßen hat. Da gibt es wahrscheinlich um eine Fußmassage. Dadurch, dass man diesen Adventskalender mehrfach verwenden kann, würde ich auch ganz einfach vorschlagen, wenn wir den fertig verwendet haben, wenn Weihnachten ist, falls den irgendeiner von euch haben möchte, weil er sagt, das ist toll, weil ich möchte auch mit meinem Partner mal diese Dinge machen. Der ist nicht an ein bestimmtes Jahr gebunden. Da steht zwar Sandra und Julian drauf, aber das ist auch das Einzige. Wer ihn haben möchte, wir würden den danach natürlich verschenken. Bevor er im Müll landet, es sind ja total tolle Ideen da drauf. Vielleicht könnt ihr die sonst auch noch ein bisschen adaptieren oder so. Könnt ihr euch ja überlegen, ob das eine gute Idee ist. Ich lese jetzt mal vor. Also, 5. Dezember. Also ich würde vorschlagen, dass ich diejenige bin, die die Massage kriegt, sonst muss ich nämlich Einweghandschuhe anziehen. Also es geht wohl scheinbar um eine Fußmassage und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, Julian weiß das auch, ich hasse Füße. Ich krieg die Massage. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Füße, wirklich. Jedes Körperteil liebe ich an Julian. Das hat auch nichts damit zu tun, dass er hässliche Füße hätte oder so. Ich hasse einfach Füße. Ich kriege Herpes, wenn ich an Füße denke oder Füße anfassen müsste, geht sowieso überhaupt gar nicht. Außer die von meinen Kindern, das ist was anderes. Zumindest solange sie noch nicht laufen können. Ja, also Mirkos Füße würde ich jetzt auch nicht unbedingt abknutschen wollen. Aber natürlich die der Zwillinge habe ich jetzt gar kein Problem mit. Da sitze ich auch ganz oft vor denen und knutsche denen ihre Füße ab und mache so Späßchen, wenn die vor mir liegen. Aber alles, was schon laufen kann und so, ich kann euch nicht sagen, woran es liegt, ob das daran liegt, dass Füße stinken können, dass Füße dreckig sein dürfen. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich habe wirklich eine sehr, sehr, sehr tiefe Abneigung gegen Füße. Okay, ich lese es euch trotzdem einmal vor. Sandra und Julian. Vor allen Dingen heißt das einfach 5. Dezember. Totally love. Totally in love. Verstehst du? Ja, totally in love. Totally in love. Heute wartet eine Massage auf euch. Folgt der Anleitung und passt sie euren Vorlieben an. Partnerin 2 startet. Gibt es einen Bereich im Körper, der schmerzt oder verspannt ist? Dann sucht gemeinsam auf der Vorderseite der Karte nach dem entsprechenden Fußreflexzonenpunkt und merkt ihn euch für später. Der oder die Massierte ist dazu eingeladen, jeden Schritt zu kommentieren und falls nötig zu optimieren, sodass die Massage eine wohltuende kleine Auszeit wird. Also, Nummer 1. Knetet den Fuß mit kreisenden Daumen durch. 2. Drückt nun mit dem Daumen fest in die verschiedenen Zonen des Fußes. Die Zonen erkennt ihr vorne auf der Karte anhand der Farben. 3. Streicht mit dem Daumen die Fußunterseite fest von Ferse nach Ballen aus. 4. Kreist anschließend mit dem Daumen um beide Knöchel. Ich finde das echt schwierig, wenn man das nur liest und das so umsetzen soll. Gibt es einen besonderen Schmerzpunkt, den ihr am Anfang gemeinsam identifiziert hattet? Durch die Massage der entsprechenden Fußreflexzone kann es zu einer Schmerzlinderung kommen. Drückt dafür nun den Punkt fest für 10 Sekunden und kreist mit dem Daumen ein paar Mal fest über ihn. Fragt nach, ob ihr eurem Partner noch in etwas... Was? Ach so, ob ihr eurem Partner noch etwas Gutes tun könnt. Kreist abschließend jeden Zeh einzeln und zieht leicht daran. Am Zeh ziehen, okay? Wechselt den Fuß und danach die Rollen. Tipp, wenn ihr kein Fan von Fußmassagen seid, gebt euch stattdessen eine Handmassage. Unsere Anleitung lässt sich super auf Hände übertragen. Ich nehme dann Julians Hände. Nein.
Im Hintergrund hört ihr Leo quietschen. Der ist irgendwie noch quietschfidel. Obwohl wir schon 16:45 haben. Gestern habe ich den wirklich, das habe ich noch gar nicht erzählt. Meine Mama war gestern Abend da. Oder was heißt gestern Abend? Gestern Nachmittag eigentlich zum Kaffee. Und Leo hat nur 2x20 Minuten geschlafen gestern, über den Tag verteilt. Der war so unerträglich, dass ich den gestern wirklich 16:45 hinlegen musste. Ich hatte keine Chance. Der hat geschrien und geschrien und geschrien. Egal, was ich gemacht habe. Selbst wenn ich mit ihm auf dem Arm rumgelaufen bin, hat er einfach nur gebrüllt. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, es geht jetzt einfach nicht mehr. Ich konnte ihn jetzt aber auch nicht noch mal irgendwie zum kleinen Schläfchen irgendwie hinlegen, weil der war einfach, der war durch. Und dann habe ich gesagt, gut, dann bringe ich den jetzt ins Bett. Ich wusste, das läuft auf eigene Gefahr. Ich habe echt damit gerechnet, dass er diese Nacht irgendwann wach wird und dann sagt, so Mama, ich bin jetzt wach. Aber er hat tatsächlich, ich habe ihn um 16:45 hingelegt, er hat das erste Mal sich gemeldet, dass er eine Flasche wollte um 4 Uhr nachts, also morgens, nachts, wie auch immer. Ist das morgens oder nachts? Dann hat er tatsächlich danach auch nochmal geschlafen und so gegen 7 war er dann wach. Aber wir haben uns ja mittlerweile angeeignet, dass wir die Kinder ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn die nicht mehr schlafen wollen, einfach vom Bauch auf den Rücken drehen und machen denen so einen Projektor an, der so Bilder an die Wand malt und zwischendurch auch mal das Bild wechselt mit so Sternen. Und das finden die so interessant, dass wir dann meistens noch so ein bisschen dösen im Bett und die zwei da erstmal beschäftigt sind und in Ruhe wach werden können. Ja, wir hatten gerade einen Rewe-Einkauf da. Ich hätte es auch furchtbar gern gefilmt, was ich alles bestellt habe, weil es war wirklich viel. Aber wir hatten so viele Ersatzartikel, weil einfach so viel nicht vorrätig war. Und dann haben die Kinder hier gequakt und Julian konnte das dann auch nicht alleine machen. Deswegen habe ich einfach versucht, ganz schnell auszuräumen. Und Julian bringt jetzt auch den Luca gerade schon ins Bett. Der hatte schon seine gute Nachtflasche und ist müde. Leo liegt komischerweise noch hier und ist total glücklich, wobei er sich jetzt anfängt, die Augen zu reiben. Bin mir nicht sicher. Ich schaue jetzt mal. Er quengelt auf jeden Fall nicht. Er scheint noch glücklich zu sein. Und eigentlich gibt er mir ja schon immer sehr, sehr unmissverständlich zu verstehen, wenn er müde ist und sagt, ey Mama, pass auf, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich muss jetzt ins Bett. Ich brauche jetzt meinen Schlaf. Das sagt er einem ja in Form von, ich schreie jetzt los. Luca ist da ja irgendwie anders, der pennt dann einfach ein, wenn er nicht aufpasst und das ist dann auch manchmal kontraproduktiv, weil du dann auch manchmal einfach nicht weißt, okay, wann ist jetzt der Punkt, wo ich ihn besser ins Bett bringe, bevor er eben hier einschläft, weil wenn er einschläft, dann willst du ihn ja eigentlich auch nicht wecken, aber musst du ja dann. Ich habe von der Rewe-Bestellung, da gibt es ja manchmal so Gratisartikel und da war jetzt auch was bei, das muss ich euch zeigen, weil das ist einfach schon wieder sowas Perverses im Sinne von, was verschiedene Geschmacksrichtungen von Essen angeht. Es sind Donut-Ringe mit Erdnuss-Karamellgeschmack. Also wie so Flips eigentlich von der Konsistenz her und vom Geschmack, aber eben noch mit Karamell. Und ich habe davon gerade schon einen probiert, die schmecken echt gut. Ich esse ja aber auch total gerne so schokoüberzogene Brezel zum Beispiel. Deswegen ist das halt voll was für mich. Da haben die voll meinen Geschmack mitgetroffen. Finde ich auch eigentlich ganz nett, dass die sowas immer als Gratis-Zugabe mit reinpacken, weil so probiert man auch mal etwas, was man vielleicht so nicht gekauft hätte und kommt dann auf den Geschmack. Es sind auch immer, ich glaube zumindest, ich meine, es wären immer Sachen, die von Rewe selber sind, also hier in dem Fall Rewe Beste Wahl dann. Meine ich wäre es sonst auch, außer natürlich ist es irgendeine andere Firma, die sagt, hier, wir stellen euch das zur Verfügung, damit ihr das den Leuten gratis reinpackt, kann natürlich auch sein, aber ich meine sonst wäre es, es ist nämlich sogar drauf gedruckt. Also hier steht auch drauf gratis. Und das ist nicht geklebt, das ist halt wirklich so hergestellt, diese Tüte. Hallo. Bist du noch nicht müde? Nein? Schau mal. Mittlerweile kann der Leo schon super greifen, auch mit beiden Händen schon. Guckt sich das dann an oder kaut mal drauf rum oder so und erzählt fleißig. Er war heute echt gut drauf, muss ich sagen. Ich war verblüfft und er strampelt jetzt mittlerweile auch ganz, ganz extrem immer, wenn man ihn hinlegt und gibt irgendwelche Geräusche von sich. Er ist jetzt so wie Luca vor einiger Zeit, also ich glaube, dass es auch nicht mehr so Ewigkeiten dauern wird, bis er sich dann mal dreht. Also manchmal dreht er sich dann so auf die Seite, aber er kommt halt einfach noch nicht rum. Aber es interessiert ihn halt auch einfach noch nicht, ne? Sieht ekliger aus, als es ist. Ich hätte besser auf alle Lachs drauf gemacht, dann würde das wahrscheinlich etwas appetitlicher aussehen. Avocado, Ei, das Braune ist Maggi. Ich liebe einfach, ja, die einen essen Salz auf dem Ei, die anderen eben Maggi. Und Lachs. Und für Mirko habe ich
Rührei gemacht mit Salami. Und Maggi. Und für Mirko gibt es auch noch jede Menge Tee, damit er schnell gesund wird. Verabschiede ich mich dann auch für heute zumindest. Denn heute passiert hier nichts mehr. Ich gucke gleich noch Serie. Mirko wird wahrscheinlich noch ein bisschen zocken. Julian wird noch ein bisschen zocken. Und dann werden wir alle ganz müde ins Bett fallen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Tag. Ich habe hier ein quietschendes Etwas hinter mir. Der Luca ist müde. Den werde ich gleich mal in die Federwege legen, weil er doch jetzt langsam quengelig wird. Ich bin gerade dabei, hier die Wäsche zu falten. Hier steht ein großer Wäschekorb mit ja schon hauptsächlich Babysachen, würde ich mal sagen, weil die halt einfach schon recht viel verbrauchen. Sind aber auch ein paar Sachen drin von Julians Tochter. Das hängt immer so ein bisschen mit der Farbe zusammen. Ich sage immer, wenn es rot ist, was ich gerade wasche, beziehungsweise ich wasche immer rot, orange, pink, gelb, sowas wasche ich immer zusammen. Und da habe ich, sagen wir mal, 50% Julians Tochter, aber komischerweise auch 50% Julian mittlerweile, weil er doch sehr, sehr viele, ja, so Pullover und sowas in der Farbe hat und auch T-Shirts, wo zum Beispiel lila mit drin ist oder viel lila dann mit drin ist oder die so ein ganz hellen Fliederton haben und die wasche ich eben auch damit. Deswegen ist da dann doch auch das ein oder andere Teil eben von ihm mit dabei. Natürlich habe ich auch rote Sachen, aber ich trage nicht so gerne so bunt, deswegen ist es da nicht ganz so extrem. Irgendwie rutscht die Kamera hier die ganze Zeit. Ja, und Mirko hat natürlich auch den einen oder anderen Pullover, der vielleicht rot oder orange ist. Von daher, es mischt sich zwar, man könnte meinen eigentlich, dass eben gerade diese, ich sag jetzt mal, Rot-Buntwäsche meistens mit Mädchenklamotten voll ist. Ist aber in der Tat nicht so. Das kann ich jetzt bestätigen. Gestern Abend ist hier nicht mehr viel passiert. Ich habe dann noch einen ruhigen Abend gehabt, beziehungsweise wir haben noch einen ruhigen Abend gehabt. Mirko ist nach wie vor zu Hause. Wir waren aber gestern ja beim Kinderarzt und morgen darf er dann auch wieder gehen. Da morgen der Sportunterricht ausfällt, zu seinem Glück, muss ich ihm auch keine Entschuldigung schreiben, weil er eben ja auch noch nicht mitmachen dürfte beim Sport. Aber dann hat sich das ja auch erledigt. Leo hatte heute schon sein erstes Schläfchen. Der wippt hier hinter mir in der Federwiege. Ist wie immer schief, weil nur ein Kind drin liegt. Der ist aber, glaube ich, wieder wach. Ja, der ist wach und liegt da drin und guckt durch die Gegend. Ich habe ihn jetzt aber noch ein bisschen da drin liegen gelassen, weil ich mir dachte, solange er da ruhig und glücklich und zufrieden ist, nutze ich die Chance lieber, um hier eben Wäsche zu machen. Luca liegt hinter mir, hat aufgehört zu quietschen mittlerweile und beguckt sich da irgendein Spielzeug. Jede Minute, die die zwei mir geben, ist kostbar, damit ich irgendwas erledigen kann. Und sei es, dass ich einfach mal in Ruhe pinkeln gehe. Daher nutze ich die Zeit jetzt einfach, indem ich mit euch quatsche und gleichzeitig die Wäsche falte. Heute ist ja auch der Nikolaus, beziehungsweise diese Nacht kam ja der Nikolaus. Der kommt ja immer vom 5. auf den 6. Ich hoffe, ihr habt alle eure Stiefel geputzt gehabt und habt tolle Sachen bekommen. Bei uns wird das so gehandhabt, dass es halt meistens nur etwas Süßes gibt, wobei wir das auch mittlerweile schon echt reduziert haben, weil wir halt das Problem haben, dass wir ja nicht nur hier der Nikolaus kommt, sondern meistens irgendwie auch noch bei den Omas und Opas. Und da kann das eben mal ganz schnell passieren, dass man einen Haufen Süßigkeiten zusammen hat. Plus dann noch zusätzlich das, was im Adventskalender immer drin ist, wo man einfach sagen muss, es sind viel zu viele Süßigkeiten. Wer soll das alles essen? Ja, also jeden Tag im Adventskalender ein Stück Schokolade ist für mich völlig fein, aber es muss halt auch nicht sein, dass sich hier ein Kind hinsetzt und sagt, ja, ich möchte jetzt Schokolade haben und dann irgendwie eine ganze Tüte Schokobons oder so isst. Deshalb versuche ich das eigentlich einzudämmen. Ich versuche den Omas und Opas auch immer zu sagen, bitte nicht so viel. Maximal vielleicht irgendwie so ein Schoko-Nikolaus oder sowas. Aber ja, da hört halt auch nicht immer jeder so drauf, was nicht schlimm ist. Es ist ja auch nur gut gemeint, nur wir wissen halt teilweise dann auch nicht, wohin mit den ganzen Süßigkeiten. Wenn ich die alle essen würde, dann würde ich, obwohl ich sehr schlank bin, kugelrund werden. Julian isst sowieso nicht so mega gerne Schokolade. Deswegen fällt das eben dann auch raus. Es ist, ja,
Es ist immer jedes Jahr ein Drahtseilakt. Deswegen gibt es bei uns, wie gesagt, immer nur, ein Nikolaus oder irgendein kleines Schokolädchen und eben dann noch eine Kleinigkeit dazu, weil ich finde, das sieht so arm aus, wenn man da nur so einen Nikolaus in den Stiefel steckt. Man könnte natürlich auch hingehen und noch Mandarinen und Nüsse, aber die mag dann auch wieder nicht jedes Kind. Deswegen, also dieses Jahr gab es bei uns ein Buch noch dazu. Finde ich auch pädagogisch wieder ein bisschen wertvoller, als wenn es jetzt irgendein anderer Kram gewesen wäre. Aber das ist halt auch jedes Jahr total unterschiedlich. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an. Luca schläft. Und Leo hilft mir beim Kochen. Heute gibt es Gulasch. Und da wir jetzt erst gleich 10:30 haben, dachte ich mir, ich fange schon an. Weil der muss ja immer ziemlich lange kochen. Und dann ist er heute Mittag auch fertig, wenn Julian von der Arbeit kommt. Leo liebt diese Wolke einfach, weil die so knistert. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe, wenn ich ehrlich bin. Aber die habe ich hier dran gehangen, an den Hochstuhl. Und damit spielt er immer. Wenn er mir nicht gerade beim Kochen zuguckt oder aus dem Fenster schaut. Weihnachtssocken dürfen natürlich auch nicht fehlen, ne? Ganz wichtig. Kuckuck. Kuckuck. Schau mal. Ui, die knistert auch schön, ne? Er scheint ganz glücklich und zufrieden zu sein. Hauptsache, er sieht mich und hat so ein bisschen Bespaßung. Er hat eben noch ein bisschen geschlafen. Deswegen ist er jetzt gerade auf jeden Fall erstmal leicht glücklich zu stellen. Hauptsache, nicht alleine sein. Und ich dachte mir, ich nehme ihn einfach mit hier hin, bevor er noch anfängt, im Wohnzimmer rumzuquaken. Und ich das dann hier nicht höre wegen der Dunstabzugshaube und er dann der Luca weckt. Ui! Ich habe es nicht nur geschafft zu kochen, ich habe es auch wirklich geschafft, gerade warm zu essen. Ich bin zutiefst berührt. Beide Jungs haben gerade gegessen und liegen hier hinter mir im Laufstall. Ich muss jetzt noch ein bisschen warten, bis ich die in die Federwiege lege oder ins Schlafzimmer, je nachdem, wo sie dann am besten möglichst lange schlafen. Also wenn die jetzt ständig lange schlafen würden, dann würde ich das so nicht sagen. Aber die schlafen ja meistens nur so 20 bis 30 Minuten und deswegen sage ich möglichst lange schlafen, weil sie sollen ja auch nicht um 16 Uhr müde sein, wie ich das letztens mit Leo hatte. Deswegen warte ich noch, weil wir haben jetzt 2:30 und ich hoffe, dass sie so bis 3 ungefähr hier noch aushalten. Der Luca beschwert sich gerade, weil sein Schnuller schon wieder rausgefallen ist, glaube ich. Ich werde jetzt mal schnell unter die Dusche springen. Julian ist ja auch gerade kurz zu Hause. Der hat sich ja noch gar nicht gemeldet, aber macht ja auch nichts. Heute und gestern müsst ihr halt mit mir vorlieb nehmen. Ich verabschiede mich jetzt unter die Dusche und dann ist Julian auch gleich wieder weg zur Arbeit weiter. Ich habe heute Abend Rückbildungskurs. Ich bin gleich mit den Mäusen allein. Ich mache hier noch ein bisschen klar Schiff dann. Und dann bringe ich die ja nachher auch allein ins Bett. Deswegen werde ich mich dann heute auch nicht mehr schaffen zu melden. Deswegen sehen wir uns dann super gerne beim nächsten Video. Macht's gut! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I'm